glauben, dass das enorme Wichtigkeit und Brisanz hat. Ich glaube, dass es mittlerweile auch der Großteil der Bevölkerung spürt. Denn ich persönlich bin einfach nur mal schockiert. Ich finde kein anderes Wort über das, was uns tagtäglich von den Medien vermittelt wird. Wenn ich mir jetzt nur anschaue, die neuerlichen Aussagen der Telekom-Vorstände, wo es in Österreich, in diesem viel gelobten Land unter anderem, möglich ist, dass hier Vorstände, die parteipolitisch besetzt sind, Kurse manipulieren, um sich persönlich da zu bereichern, dass es möglich ist, dass Gesetze schamlos gekauft werden können, dass es möglich ist, dass auch Mandatare sich bezahlen lassen für bestimmte Gefälligkeiten, wenn man das so ausdrücken darf. Ich danke besonders auch an bestimmte Gesetzesinitiativen, die eingebracht worden sind, wo nachweislich im Endeffekt ja auch interessierte Unternehmen mitgewirkt haben. Ich bin aber auch schockiert, wenn ich mir natürlich Dinge auch in Niederösterreich anschaue. Ich erinnere im Endeffekt auch an die Hypo Niederösterreich, wo es darum geht, dass zumindest dabei ein Untersuchungsausschuss eingesetzt wird, um halt Licht ins Dunkel zu bringen, der dann abgelehnt wird. Oder wenn ich mir jetzt alles rund um die Spekulationen, Wohnbeförderung anschaue, ganz persönlich, ja, es ist für jeden Außenstehenden verwirrend. Der eine sagt, das ist ein Verlust, der andere redet von 1 Milliarde bis 1,8 Milliarde. Der andere sagt, nein, eigentlich haben wir ja einen Gewinn. Man blickt einfach nicht mehr durch, aber ich glaube schon, dass jeder, der ein bisschen rechnen kann, ganz einfach erkennt, wenn ich 8,8 Milliarden circa an Wohnbeförderungen habe, 50% davon verkaufe, durchaus dann 800 Millionen an Gewinnen lukriere, von diesen 4,4 Milliarden circa, bin ich immer erst bei 5,2, mir fehlt aber noch etwas auf diese Endsumme, die tatsächlich da ist. Ich möchte es gar nicht weiter kommentieren, sage nur ganz einfach, mit öffentlichen Geldern hat man nicht zu spekulieren. Und jetzt stelle ich tatsächlich eine Forderung auf, 0,5% zahlen Sie, wie Sie hier an diesem Tisch sitzen, 0,5% zahlt jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin monatlich von seinem Salär als sogenannten Wohnbeförderungsbeitrag. Und allein aus dieser Steuerleistung hat jeder Österreicher, jeder Niederösterreicher geradezu ein Recht zu erfahren, was da passiert ist. Und es hat Entwicklungen gegeben auf Bundesebene, in den Ländern bis hinunter in die Gemeinden, ja, wo viele gescheite Persönlichkeiten glaubt haben, da wären wir jetzt schnell reich. Man sieht im Endeffekt, wo das hinführt. Aber ich glaube, der erste Schritt muss doch im Endeffekt sein, dass man alles offenlegt, dass man sachlich argumentiert und dass man versucht, den besten Weg im Endeffekt aus dieser Misere wieder zu finden. Und das unterstreicht genau diese neuen Forderungspunkte von Mein Österreich. Wir haben gesellschaftsrelevante Themen hier angesprochen. Es geht um Transparenz und für mich persönlich ist Transparenz eigentlich das allerwichtigste Ziel, um generell, wie gesagt, eine gesellschaftliche Veränderung, eine politische Systemveränderung, wo einfach Ehrlichkeit, Geradlinigkeit, wo Werte wie Anstand, wo Werte wie Transparenz im Endeffekt in den Vordergrund gestellt werden. Deshalb, wie gesagt, ist es auch für mich Beweggrund gewesen, dieses Volksbegehren auch mit meinem Engagement entsprechend zu unterstützen. Was haben wir getan? Am 3. März wird im Endeffekt ein neuer niederösterreichischer Landtag gewählt. Die Karten werden neu gemischt. Ganz spannend, dieser Wahlkampf. Uns natürlich interessiert, wie die politischen Parteien, einerseits die im niederösterreichischen Landtag bereits vertreten sind, aber die sich auch neu dieser Wahl stellen, wie diese zu unseren Forderungen stehen, ob sie diese aktiv unterstützen können, ob es abweichende Meinungen gibt. Wir haben daher an alle Parteien einen Fragenkatalog geschickt zu unseren neuen Forderungen mit der Bitte, diesen zu beantworten. Wir wissen natürlich und haben auch Verständnis, dass das innerhalb dieser Intensivwahlkampfes durchaus eine große Herausforderung gewesen ist. Aber wenn man bedenkt, dass trotzdem jede Partei sich mit diesen Anliegen, nämlich direkte Demokratie, Mitbestimmung, Transparenz und so weiter schmückt, dann glaube ich, ist es auch für jeden Niederösterreicher von relevant zu erfahren, was dann schlussendlich auch umgesetzt werden soll. Und ich darf vielleicht auf eine ganz aktuelle Umfrage hinweisen. OKM hat ja erhoben, dass sehr wohl für 84% der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher eine saubere Politik ein großes Anliegen ist und dass vor allem 59% der niederösterreichischen Bevölkerung sich für
mehr Mitbestimmung für echte direkte Demokratie auch aussprechen. Also man merkt schon im Endeffekt, dass sich hier etwas in der Bevölkerung tut, dass die Österreicherinnen und Österreicher Gott sei Dank, sage ich einmal, wesentlich interessierter werden. Und deshalb, wie gesagt, unser Anliegen, diese Parteien auch mit unseren Forderungen zu konfrontieren. Ich darf Ihnen mitteilen, dass dieser Aufforderung folgende Parteien nachgekommen sind: die österreichische, die Niederösterreichische Volkspartei, die Niederösterreichische Sozialdemokratie hat reagiert, die Niederösterreichischen Grünen. Es ist eine Stellungnahme von den Mutbürgern eingelangt, es ist eine Stellungnahme von der KPÖ eingelangt und es hat im Endeffekt eine telefonische Stellungnahme auch vom Team Stronach ist eingelangt. Allerdings sehr kurz, aber Näheres zu diesen eingelangten Stellungnahmen und den entsprechenden sehr fundierten Bewertungen wird jetzt Johannes Fockenhuber vornehmen. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Danke fürs Kommen. Von außen ist es ja ein bisschen schwierig, außen unter Anführungszeichen, sich jetzt in diesen Tagen Niederösterreich zu nähern, als Salzburger zumal, weil man schon sehr verwundert. Was in Salzburg ein tiefer Schock in der Bevölkerung ist, mit Untersuchungsausschüssen, mit Offenlegungen, mit Landtags-Sondersitzungen, mit einem Entsetzen in der Bevölkerung, dass mit Steuergeldern und Wohnbaugeldern überhaupt spekuliert werden kann, Swaps, Junkbonds, Derivate des exzentrischen, exotischen Art, dass man nicht weiß, ob es eigentlich einen Verlust oder einen Gewinn gibt und das alles in einer noch im niederösterreichischen Vergleich bescheidenen Dimension, ist eigentlich derselbe Vorgang mit einer viel größeren Dimension etwas, womit man in Niederösterreich prahlen kann. Wo man allen Ernstes zum Beispiel als Landeshauptmann den Satz sagen kann, mir ist ganz besonders wichtig, dass wir spekulieren nicht. Wir haben nicht spekuliert, wir haben angeliefert. Also im Rest der Welt bezeichnet man Swaps und Junk Bonds und Währungskredite auf Spekulation als Hochrisikospekulationen. Und während man in Salzburg das Gefühl hat, dass Politiker das Steuergeld und Wohnbaugeld im Roulette versetzt haben und es eigentlich völlig egal ist, ob sie einen Gewinn oder einen Verlust haben, prahlt man hier noch möglicherweise. Möglicherweise könnte man ja diese Milliarde auch anders berechnen. Wochenlang hat der Landeshauptmann es überhaupt bestritten. Jetzt holt das rein, was ja ungefähr die Fortsetzung des Roulettes bedeutet. Das ist noch der Jederspieler. Die sagen, dann gehe ich halt nochmal hin, werde schon wieder kriegen. Am Ende gewinnt immer die Bank. Und das sind weder die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher noch die Politik. Und dieser gravierende Unterschied, der einem ein bisschen als Kulturschock vorkommt, hier hat natürlich etwas mit der autokratischen Regierung dieses Bundeslandes zu tun. Indem ein Landtag natürlich keine Chance hat, seine Kontrollrechte auszuüben, ein Untersuchungsausschuss als Minderheitenrecht, wo Worte wie Transparenz einfach gar nichts bedeuten. Da geht es immerhin um schlicht und einfach, vielleicht kann man das dem Herrn Landeshauptmann einmal ausrichten, unser Geld, nicht seins. Und uns zu verweigern, über unser Geld Auskunft zu erteilen, ist ein starkes Stück, das ist schon einsame Klasse. Ja? Ich meine, dass da noch dazu kommt, dass Niederösterreich inzwischen die höchste Pro-Kopf-Verschuldung hat, was auch kein Thema ist, weil alles, was man auf Pump finanziert hat, als Heldentat und großes Vorwärts Niederösterreich verkauft wird. Dann sehe ich aber eine Landtagswahl mit unfassbaren Mitteln, mitten in einer Krisenzeit, als verschuldetes Land. Also, es hat etwas mit einer nicht stattgefundenen demokratischen Revolution in diesem Land zu tun, einem entmachteten Landtag, einer nicht existierenden Transparenz und einem massiven Druck auf die Medien, das alles aufzugreifen. Und deshalb glaube ich, dass dieses Volksbegehren Demokratie jetzt, Volksaufbegehren Demokratie jetzt, für Niederösterreich besonders wichtig ist, besonders notwendig, besonders dringlich, besonders akut.
Und weil wir auch nicht die Landtagswahl und auch nicht die Nationalratswahl einfach so vorbeigehen lassen und die Wahlkämpfe ohne die Parteien peinlich, hochnotpeinlich zu befragen, was sie denn von all dem halten, haben wir auch den Spitzenkandidaten der niederösterreichischen Wahl unsere Forderungen geschrieben, die Sie im kurzen Schlagwort hier aufgeschrieben haben, 9 Forderungen zu einer umfassenden Demokratie in Österreich und haben Sie gebeten, dazu Stellung zu nehmen. Naja, das Zusammenfassen, damit ich Sie nicht quäle, versuche ich es zu vereinfachen. Was mir auffällt ist, und das ist ja auch typisch, in der Machtpyramide wird die Luft nach oben sehr schnell, sehr dünn. Und ganz oben, glaube ich, ist man schon in der Stratosphäre. Also, alle 9, das kann man eigentlich so zusammenfassen, alle 9 wahlwerbenden Gruppen, Neos, Piraten, Mutbürger, sind zu 100% damit einverstanden. Das heißt aber nicht, dass sie das mit 2 Zeilen gemacht haben, sondern zum Teil sehr, sehr ausführlich und begründet. Also überall dort, wo Bewegungen aus der Bevölkerung sich zu Wahllisten formieren und in den niederösterreichischen Landtag wollen, gibt es eine 100%ige Übereinstimmung. Ausnahme die Kommunisten. Jetzt sage ich einmal, die haben vielleicht noch gewisse historische Schwierigkeiten, die Diktatur des Proletariats mit der parlamentarischen Demokratie in eins zu bringen. Wird vielleicht noch eine Zeit dauern. Ja? Aber alle anderen, Stronach auch eine Ausnahme, aber da ist die Luft aus anderen Gründen dünn, aber nicht nur die Macht, sondern auch das Geld, die Luft stark dünn, hat natürlich auch Herr Stronach nicht dazu genau und vor allem nicht verbindlich Stellung genommen, sondern sich auf ein Programm vertröstet. Aber eine Erfahrung aus diesem ersten Durchgang ist, die Neuen, die in den Landtag drängen, die sich aus der Bevölkerung neu formieren, sind zu 100% unserer Meinung, unterstützen unsere Forderungen, manche sogar wie Neos, Piraten, auch die Mutbürger, sogar auch mit der Ankündigung, sich für uns einzusetzen, auf die Straßen zu gehen, mitzuwirken, mitzutun und das zu ihrer Sache zu machen. Die Grünen sind schon ein kleines bisschen höher, schon ein bisschen arrivierter, da wird das dann schon geringer, aber immer noch gibt es also 6 positive Antworten, nicht aber zum Wahlrecht, zum Beispiel nicht zum Föderalismus und bei der Reform der Parteien gibt es Einschränkungen. Aber gut, das ist immer noch ein relativ starkes Votum für uns. Und dann kommt die SPÖ, also von unten nach oben, nach dem Grad der politischen Machtlosigkeit, von der zunehmenden Macht zu machen, gibt es die SPÖ, die halt schon viel vager und allgemeiner mit Sympathiekundgebungen, aber mit sehr wenig Verbindlichkeit gerade noch mit 2 Punkten einverstanden ist. Zum anderen viel schreibt, aber in Wahrheit etwas anderes. Also entweder hat man es eh oder will es eh. Das erinnert ein bisschen an die Transparenzpakete und Transparenzgesetze und Demokratiepakete, die seitdem existieren, jede Woche neu geschnürt werden, mit viel heißer Luft drinnen, mit viel buntem Packungspapier draußen, aber sonst nichts. Natürlich keine Hard Facts zu Transparenz, Stärkung der Parlamente, von Grundrechten ist überhaupt keine Rede. Landtage, ein neuer Föderalismus, der ist überhaupt tabu, also dieses Bürokratie, Mehrgleisigkeit, das Bürokratie-Wirrwarr, das Kompetenz-Wirrwarr, natürlich gar keine Rede von einer wirklichen Entflechtung, schon gar nicht zugunsten des Bundes. Auch so ein Wort des Verfassungspolitiker, fällt mir immer auf, dass der Herr Landeshauptmann ja so die Landeshauptleutekonferenz von Zeit zu Zeit vertritt. Und dann vergisst man irgendwie, wie sie das machen, dass es gar keine Landeshauptleutekonferenz gibt. Dass das ein Privatverein ist, der in keiner Verfassung steht. Einmal haben sie es versucht, bei der Bundesstaatsreform sind sie nicht durchgekommen. Das kümmern sie aber auch nicht. Und seither ist diese Landeshauptleutekonferenz so eine Art oberstes Verfassungsorgan. Schreibt dem Bund vor, was zu tun ist. Wenn es Bundesländer nicht mehr können, macht man es mit 15a-Verträgen. Da entsteht inzwischen so eine Art Schattenrepublik der Landeshauptleute, die sich auch noch die Gesetzgebung ihrer Landtage arrogieren. Also kurz, ich sage Ihnen wahrscheinlich nichts Neues, aber ich betone es trotzdem, dass Niederösterreich ein ganz besonderer Kandidat für unser Volksbegehren ist, wo wir unsere Forderungen ganz besonders gut aufgehoben wissen, nicht bei den Parteien, aber
als Notwendigkeit, als Dringlichkeit. Es ist typisch, und das zeigt auch die Unterstützung der Bürger und Bürgerinnen, dass die neuen Parteien das stark fordern und das ganz oben, wo das die monokratische Spitze in diesem Land ist, eigentlich in weitgehend Verständnislosigkeit herrscht über die Dinge. Da wird Demokratie zum Parfum im Wahlkampf, ohne jede verbindliche Aussage zu irgendeiner Reform. Und deshalb wollen wir das auch klarstellen in diesem Wahlkampf, nicht als Wahlempfehlung für irgendjemanden, sondern einfach damit die Menschen wissen, wir haben denen ein paar Gretchenfragen zur Demokratie gestellt. Die Auskünfte von ÖVP und SPÖ sind absteigend, in absteigender Dichtheit, vage und unbestimmt und abweisend und ohne eigene wirkliche Vorstellungen und werden nach unten und außen immer zustimmender. Wir haben im Grunde genommen nicht viel anderes erwartet. Wir werden jetzt, das sollte die Christa Kanzler vielleicht noch sagen, Sie zu einem Art Hearing einladen, um Sie, und das auch auf Bundesebene, aber auch von den Ländern, in denen Landtagswahlkämpfe stattfinden, um Sie auch vor den Bürgerinnen und Bürgern herauszufordern, das zu präzisieren und das zu argumentieren, weil das, glaube ich, trauen Sie sich nicht wirklich, wenn die Menschen vor Ihnen sitzen. Herzlichen Dank. Bevor ich dann noch mein Abschlussstatement gebe, darf ich Karl-Heinz Winkelmeier um seine Ausführung bitten. Er ist Aktivist, unterstützt im Endeffekt von der ersten Stunde an für mein Österreich. Gerne. Ich darf mich ebenfalls bedanken, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass Sie in unserer Pressekonferenz sind und vielleicht vorneweg ganz kurz meine Motivation erzählen, warum ich mich so begeistern habe lassen für mein Österreich, für das Demokratie-Volksaufbegehren. Sie müssen sich vorstellen, als Bürger, und ich glaube, wir sitzen da alle im gleichen Boot, ist es doch so, man steht am Maulwurfshügel und schaut auf den Himalaya, wo alle mit Sauerstoffflaschen in der Politik oben stehen und den Abstimmungsparlamenten, also Parteidiktaturen, die Hand heben, wenn der Parteiführer, egal von welcher Partei, sagt, so Freunde, jetzt gehen wir abstimmen. Man erkennt als Bürger die Machtlosigkeit und wenn man sich selbst politisch engagieren möchte, dann bleibt einem eigentlich nur eine Partei und wenn man sich einer Partei unterordnet, dann hat man wieder der Partei zu folgen. Also es gibt weniges, wo Möglichkeiten zu finden sind. Die Demokratie, die ja im Grunde ja von unten erneuert werden muss, es kann nicht sein, dass das Demokratie vorgegeben wird von Politikern alleine. Demokratie bedeutet, dass das Volk involviert ist, dass die Menschen involviert sind in einem Prozess, der eben Fortschritt, Bildung, Wohlstand und so weiter garantiert. Aus dieser Motivation heraus und der Frustration, muss ich auch sagen, dass es da nichts gibt, wo man sich finden kann, bin ich vor circa 1,5 Jahren, so lange ist es inzwischen wieder her, auf mein Österreich Demokratie Volksbegehren gestoßen, habe mir das im Internet damals angesehen und habe ganz spontan sofort eine Willenserklärung an die Proponenten der ersten Stunde geschickt mit dem Ersuchen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, mitzumachen, auch wenn man nicht aus einer Partei kommt. Was mich im Besonderen ja so fasziniert hat damals, dass es erfahrene Politiker und Politikerinnen waren und das aus allen Parteien, die sich Sorgen machen und die nachdenken, wie man dieses Land nachhaltig verändern kann, zum Positiven, zu mehr Anständigkeit und so weiter. Sie haben ja sehr viele Argumente in diese Richtung gehört. Es war dann so, dass relativ rasch Antwort kam und das war dann die Geburtsstunde der Aktivisten in unserer Runde. Wir haben dann relativ rasch in Wien eine kleine Gruppe gebildet, die inzwischen relativ groß geworden ist, wo wir gemeinsam an Aktivitäten und Aktionen arbeiten, um diese Idee über die Medien, nicht nur über die Medien, sondern auch zu den Menschen mitzutragen. Das heißt, wir haben zum Beispiel so Instrumente wie den Stammtisch, Anführungszeichen, erfunden, wo wir mit politischen Themen aus unseren Forderungen zu den Menschen hinausgehen und mit ihnen dann darüber diskutieren. Das heißt, wir haben ein tolles Podium, wo Experten aus den Medien, Experten aus der Politik, Experten aus der Wirtschaft, Experten aus der Kunst und Kultur, die uns übrigens auch massiv unterstützen, die Staatskünstler zum Beispiel, möchte ich hier erwähnen, die auf unserer Seite stehen, und mit denen gemeinsam vor Publikum dann in einen Diskurs treten, der dann auch sehr, sehr, sehr deutlich zeigt, wie sehr die Menschen sich noch Veränderung sehnen. Wir haben jetzt zum Beispiel in den letzten Wochen eine Kampagne entwickelt, also die wird mit 15. März starten und ein
O-Ton, ich glaube, Johannes, der Satz kommt von dir. Ich habe mir den aufgeschrieben, die Krankheit der österreichischen Demokratie ist historisch weit zurückzuverfolgen. Deshalb richten wir den Fokus auf den 15. März, wo wir unsere Kampagne starten werden. Der 15. März datiert ja grundsätzlich aus dem Jahr 1848, die Märzrevolution. Ich möchte jetzt keinen Geschichtsunterricht mit Ihnen machen, Sie wissen das alles ja selber ja sehr gut. Geht dann weiter auch in den Märztagen 33, Ende der Weimarer Republik. In Österreich selbst die Ausschaltung des Parlaments, der austrofaschistische Ständestaat. 15. März 38, Hitler hat uns vom Balkon begrüßt, also auch etwas, wo demokratiepolitisch ein sehr einschneidender Prozess war. Und vor allem dann der 15. März 2013, der auch in den Geschichtsbüchern stehen wird, das ist der, wo wir, mein Österreich, Demokratie, Volksaufbegehren, jetzt unsere Kampagne präsentieren werden. Diese Kampagne wird sehr stark auch von Künstlern getragen werden. Wir haben uns Folgendes dazu überlegt. Wir werden gemeinsam mit einem Künstler, der auch in unserer Gegenwart heute mit ist, eine Roadshow entwickeln, die durch die Bundesländer ziehen wird, mit einer Vernissage der besonderen Art. Ich möchte noch nicht wirklich verraten, wie das sein wird, aber das wird außergewöhnlich sein und das wird Bezug nehmen auf unsere Themen, auf unsere Forderungen. Wir werden vor dem Parlament sicherlich eine Aktion starten, wir Aktivisten, die sicherlich auch auffallen wird. Bitte, ich möchte aber gleich betonen, dass wir das alles im Rahmen der demokratischen Rechte und Pflichten machen werden. Also wir werden nicht Aktionen starten, wo dann vielleicht die Polizei kommt und uns vertreibt. Sicher nicht, im Gegenteil. Und wir werden auf den auf den Social Media, also auf Facebook etc. auch sehr intensiv diese Kampagne entwickeln. Und was uns da vielleicht ganz wichtig ist, wir wollen damit auch die Politik und die Politiker, Politikerinnen ein bisschen provozieren. Die sollen raus aus ihrem Umfeld, die sollen Stellung nehmen dazu. Und ich gehe mal grundsätzlich davon aus, dass uns das sehr gut gelingen wird. Und vor allem in Begleitung unserer Proponenten und Proponentinnen, die ja den Sachverstand auch aus der Politik und das Wissen mitbringen, wird uns das sicherlich auch entsprechende Aufmerksamkeit garantieren. Selbstverständlich werden wir auch im Bereich der Stammtische weitermachen. Also wir werden bis zum Beginn der Eintragungswoche dann insgesamt so an die 10 Stammtische gemacht haben. Wir werden Open Space Veranstaltungen durchführen. Eine ist jetzt geplant in Mödling, ich glaube, das ist am 3. März oder am 4. März, also um den Wahltermin in Niederösterreich herum. Also es wird sich einiges tun und ich darf Sie jetzt schon bitte herzlich dazu einladen, auf unserer Homepage immer wieder nachzuschauen. Wir werden Sie auch informieren und uns auch auf unserer neuen, ja genau. Übrigens, wir haben, ich darf darauf hinweisen, www.demokratie-jetzt.at und wir werden das auf der Homepage veröffentlichen und selbstverständlich werden wir uns auch bemühen, Sie immer wiederum auch darauf aufmerksam zu machen, was gerade und wo etwas passiert. Ja. Herzlichen Dank, der Herr da hinten, freuen uns ganz besonders. In Oberösterreich geborener und in Wien lebender Künstler Dietmar Schoder, der auch sich sehr, sehr intensiv jetzt einbringt und der künstlerische Inputs bzw. auch Ideen einbringt. Dankeschön auch an dieser Stelle. Herzlichen Dank auch an meine Mitproponenten hier am Podium. Ich darf Folgendes noch ergänzen. Sie sehen, dass im Endeffekt wir bis zur Nationalratswahl intensiv alle politischen Parteien, alle Bewerber, Neukandidierenden sehr wohl intensiv mit diesem Demokratie-Volksbegehren, auch mit den Forderungen konfrontieren werden, und zwar über die Eintragungswoche hinaus und unabhängig, wie tatsächlich dieses Volksbegehren dann schlussendlich ausgehen wird. Wir werden auf jeden Fall unser Engagement entsprechend einbringen, aber Sie können eines versichert sein, es endet nicht. Mir ist eines wichtig, ich werde immer wieder konfrontiert, dass die Initiatoren sind Persönlichkeiten, die in den unterschiedlichsten Parteien tätig gewesen sind. Warum habt ihr dann im Endeffekt schon früher Dinge verändert? Also ich für meine Person, glaube ich, bin bekannt, dass ich als Revoluzerin bezeichnet worden bin, dass ich als aufmüpfig bezeichnet worden bin. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Kompliment. Ich möchte gar nicht mehr dazu sagen, denn es ist richtig. Ich war und bin eine kritische Person. Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass gesunde Kritik etwas absolut Positives ist. Nur wenn es innerhalb der Parteien überhaupt noch Kritik gibt, wenn diese geübt wird, wenn diese diskutiert wird, dann kann es auch zu einer Weiterentwicklung innerhalb einer Ideologie, einer Partei kommen.
Wenn das aber nicht erwünscht ist, so wie es derzeit der Fall ist, wenn jeder, der anderer Meinung ist, sofort im Endeffekt als Verräter und Revoluzer betrachtet wird, dann hört einfach die Diskussionskultur auf, dann nimmt sich ein jeder zurück, dann ist passiert genau das wie jetzt, ja, ein paar wenige im Endeffekt geben vor bzw. diktieren, egal ob das gescheit ist oder nicht, und das ist einfach mittlerweile eine Entwicklung, die in die verkehrte Richtung geht. Das kann ich immer nur sagen, ich gebe die Hoffnung nicht auf, ich bezeichne mich selber als Idealistin. Politik bitte ist wichtig, Politik kann spannend sein, man kann in der Politik viel bewegen, aber wenn man ganz offen und ehrlich sieht, man braucht keinen Ehrenkodex, man braucht gar nichts, denn im Endeffekt sagt es jeden Einzelnen doch persönlich da drinnen, wo es Anstand ist, was Geradlinigkeit ist, was Ehrlichkeit ist, und das sollte man ganz einfach, gerade wenn man politisch tätig ist, auch mitnehmen. Ich für meinen Teil möchte, wenn dann diese Intensivkampagne ab 15. März startet, mit politischen Gesprächen beginnen. Das heißt, ich beabsichtigte, Vertreter der politischen Parteien einzuladen zu einem politischen Gespräch, öffentlich zugänglich, die Medien werden eingeladen werden, aber auch die Bevölkerung wird eingeladen werden. Und ich werde Sie sachlich und objektiv mit diesen Forderungen konfrontieren. Ich möchte aber, dass das Ganze öffentlich und transparent ist. Denn ich persönlich mache halt oder habe auch die Erfahrung gemacht, es gibt tolle Programme, es gibt tolle Wahlkämpfe, wo das alles im Endeffekt entsprechend gepusht wird. Aber wenn es dann danach ums Umsetzen geht, dann bleibt leider Gottes ganz, ganz wenig über. Eine kleine Korrektur sei mir gestattet. Es gibt natürlich im Endeffekt bei diesen Meinungseinholungen haben wir auch die NEOS damit befasst. Die NEOS kandidieren in Niederösterreich nicht, sie werden aber sehr wohl im Endeffekt bei der Nationalratswahl dann kandidieren. Und ganz wesentlich ist mir auch noch, Sie wissen vielleicht nicht, oder ich hoffe, dass Sie es wissen, dass ja 2013 das europäische Jahr der Bürgerinnen und Bürger ist. Also die Europäische Union ja, hat hier ganz ein markantes Zeichen gesetzt. Es geht um die Rechte der Bürgerinnen und Bürger. Es geht darum, wie man sich die Europäische Union 2020 vorstellt. Und bitte, das sind die nationalen Mitgliedstaaten mit ihren Bevölkerungen natürlich ganz wesentlicher Bestandteil. Ja. Also auch das ist für uns im Endeffekt jetzt durchaus auch noch einmal Motor zu sagen, bitteschön, ja, jeder Österreicher, jede Österreicherin, jeder Niederösterreicher soll informiert sein, welche Rechte er tatsächlich hat. Und ich höre auch immer wieder das Argument, na, ich allein kann ja nichts bewegen. Das mag am ersten Blick richtig sein, stimmt aber nicht, weil je mehr im Endeffekt Menschen sich engagieren für eine Sache, desto mehr kann sehr wohl Druck ausgeübt werden. Und ich glaube, der Johannes Hockenhuber ist meiner Meinung, wir haben, seitdem es uns gibt, durchaus einiges bewegen können. Denn ob das jetzt für mich kleine Packerl sind, ja, das Demokratiepaket, wo es jetzt im Endeffekt einen Entwurf gibt, ja, das im März angeblich beschlossen werden soll, das nicht das ist, was wir uns vorstellen, ja, das muss man ganz offen und deutlich sagen, aber zumindest bewegt man sich. Ja, oder Initiativen wie Transparenzgesetz.at von Hubert Zickinger auch initiiert. Oder es gibt dann auch von den Grünen ein weiteres Volksbegehren gegen Korruption. Das alles sind mittlerweile Initiativen, wo wir uns ganz einfach auf die Fahnen heften, aus unserer Initiative, aus unserem Engagement heraus auch entstanden. Und je mehr solche Initiativen es gibt, desto mehr Menschen können angesprochen werden und möglicherweise gebündelt alle zusammen werden dann einen hoffentlich positiven Effekt bringen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Ich bitte Sie an dieser Stelle auch, die Medien haben auch enorme Kraft und enorme Macht. Berichten Sie sachlich, wir brauchen wirklich jede Unterstützung. Wir brauchen im Endeffekt eine objektive Information. Und wichtig wird es einfach sein, gelingt es tatsächlich, dass die Menschen zum Gemeindeamt gehen und genau diese Unterstützung, diese Unterschrift dort abgeben. Auch da wissen wir, da ist noch viel zu tun, da warte ich auf eine elektronische Unterstützungsmöglichkeit und. Aber wie gesagt, auch an dieser Stelle ein Appell und eine Bitte an Sie, auch diese Initiative, die meines Erachtens einer der besten der letzten Jahre ist, wobei man auch über gewisse Punkte durchaus diskutieren kann. Ich sage immer, wenn es noch bessere Vorschläge und Ideen gibt als das, was wir vorgelegt haben, tausend Rosen, wunderbar. Hauptsache, wie gesagt, es verändert sich vom Ist-Stand etwas. Ich bedanke mich ganz herzlich.